Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, liebe Mitbetende, bei der Live-Übertragung des Regina Coeli am Ostermontag hier aus Rom. Am Mikrofon für Radio Vatikan und Vatican News begrüßt Sie sehr herzlich Claudia Kaminski. Ganz herzlich grüße ich auch alle, die über Facebook und unsere Partnersender mit uns verbunden sind, die katholischen Fernsehsender EWTN und KTV Katholisches Fernsehen, sowie die Radiosender Radio Gloria, Radio Horeb und die Sender der Radio Maria Familie aus der Schweiz, aus Österreich und aus Südtirol. Auch heute Mittag ein besonderer Gruß an die Kranken, die sich unserem Gebet anschließen. Während der Osterzeit vereint sich die ganze Kirche im Gebet des Regina Coeli oder Coeli oder auch auf Deutsch dem Freu dich, du Himmelskönigin. Zusammen mit Maria in der Freude über die Auferstehung ihres Sohnes Jesus Christus, dem Ereignis, das die größte und das größte Geheimnis der katholischen Welt darstellt, der katholischen Kirche. Das Gebet dieser Antiphon wurde von Papst Benedikt XIV. Im Jahr 1742 festgelegt und ersetzt in der Osterzeit zwischen der Feier der Auferstehung und dem Pfingsttag das Gebet Engel des Herrn oder Angelus Domini, in dem das Geheimnis der Menschwerdung Jesu Christi betrachtet wird. Für uns alle ist es immer noch ungewohnt, denke ich, auch gerade jetzt in Ostern ein nicht geschmücktes Fenster des Apostolischen Palastes zu sehen, einen nicht geschmückten Petersdom, einen leeren Petersplatz. Und man kann sich vorstellen, wie sicherlich auch Papst Franziskus das Herz geblutet hat, in den Kartagen und auch jetzt gestern beim Hochfest der Auferstehung in einem leeren Petersdom die Messe zelebrieren zu müssen und auch den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis in einem leeren Petersdom spenden zu müssen. Und wir sind jetzt mit Papst Franziskus verbunden im Apostolischen Palast. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Heute am Ostermontag erklingt die freudige Verkündigung der Auferstehung Christi. Das Evangelium berichtet uns, dass verängstigte Frauen das Grab Jesu, das sie leer vorgefunden haben, hastig verlassen. Aber Jesus selbst erscheint ihnen auf dem Weg und sagt: Fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Mit diesen Worten betraut der Auferstandene die Frauen mit einem Missionsauftrag an die Apostel. Tatsächlich gaben sie sowohl in der Zeit seines öffentlichen Lebens als auch während seiner Passion ein bewundernswertes Beispiel für Treue, Hingabe und Liebe zu Christus. Jetzt werden sie von ihm mit einer besonderen Geste der Aufmerksamkeit und Vorliebe belohnt. Die Frauen stehen immer am Anfang. Maria, die Frauen am Anfang. Prima le donne. Zuerst sehen die Frauen, dann die Jünger und insbesondere Petrus die Wirklichkeit der Auferstehung. Jesus hatte ihnen wiederholt vorausgesagt, dass er nach Leiden und Kreuz auferstehen würde. Aber die Jünger hatten es nicht verstanden, weil sie noch nicht bereit waren. Ihr Glaube musste einen qualitativen Sprung machen, den nur der Heilige Geist, Gabe des Auferstandenen, bewirken konnte. Am Anfang der Apostelgeschichte hören wir Petrus freimütig erklären, richtig freimütig: Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Ich gebe mein Leben für ihn, hat er gesagt, und das hat er dann auch getan.
Von diesem Augenblick an verbreitet sich die Botschaft, dass Christus auferstanden ist, überall und erreicht jeden Winkel der Erde und wird zur Botschaft der Hoffnung für alle. Die Auferstehung Jesu sagt uns, dass das letzte Wort nicht der Tod, sondern das Leben ist. Durch die Auferstehung des eingeborenen Sohnes hat Gott, der Vater, seine Liebe und Barmherzigkeit für die Menschheit aller Zeiten geoffenbart. Wenn Christus auferstanden ist, ist es möglich, mit Zuversicht auf jedes Ereignis unserer Existenz zu blicken, selbst auf die schwierigsten, die voller Angst und Unsicherheit sind. Das ist die österliche Botschaft, die wir mit Worten und vor allem mit dem Zeugnis des Lebens zu verkünden haben. Möge diese freudige Nachricht in unseren Häusern und in unseren Herzen widerhallen. Christus, meine Hoffnung ist auferstanden. Diese Gewissheit stärkt den Glauben eines jeden Getauften und ermutige vor allem diejenigen, die größeren Leiden und Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Möge Maria, stille Zeugin des Todes und der Auferstehung ihres Sohnes Jesus, uns helfen, fest an dieses Geheimnis der Erlösung zu glauben, das, wenn wir es mit Glauben annehmen, unser Leben verändern kann. Dies ist der Osterwunsch, den ich für euch alle erneuere. Ich vertraue sie ihr, unserer Mutter, die wir jetzt im Regina Coeli anrufen, an. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet laetare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questum super eius, genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, abbiamo sentito. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gehört, dass die Frauen den Jüngern die Auferstehung Jesu verkündet haben. Heute möchte ich mit euch daran erinnern, was viele Frauen auch in dieser Zeit der Gesundheitskrise tun. So viel, um sich um andere zu kümmern, Ärztinnen, Krankenschwestern, Strafverfolgungsbeamtinnen und Gefängniswärterinnen, Angestellte in den Geschäften der Grundversorgung und viele Mütter und Schwestern, die mit der ganzen Familie, mit Kindern, alten Menschen, Behinderten in ihren Häusern eingeschlossen sind. Manchmal laufen sie Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden, weil das Leben, das Zusammenleben zu schwer ist. Lasst uns für sie beten, dass der Herr ihnen Kraft gibt und dass unsere Gemeinschaften sie und ihre Familien unterstützen. Dass der Herr uns den Mut geben möge, dass der Herr den Frauen den Mut geben möge, immer vorwärts zu gehen, nach vorne zu gehen.
Vorrei ricordare con vicinanza e affetto. Ich möchte in dieser Osterwoche mit Nähe und fortemente colpito del coronavirus. Und meine Nähe allen Ländern zeigen in dieser Osterwoche, die vom Coronavirus getroffen sind, den Angesteckten, ganz besonders Amerika, Italien, Spanien, Frankreich. Es ist eine lange Liste. Ich bete für sie alle. Und vergesst nicht, dass der Papst für euch betet. Ich erneuere meinen Osterwunsch an alle ganz, ganz herzlich. Lasst uns im Gebet und in der Verpflichtung vereint bleiben, einander als Geschwister zu helfen. Buon pranzo e arrivederci. Das ist der übliche Gruß gewesen von Papst Franziskus für ein gutes Mittagessen und ein Wiedersehen, auf Wiedersehensgruß. Und während wir jetzt noch Bilder sehen aus dem Apostolischen Palast, aus der Bibliothek, wo seit der Pandemie die Angelusgebete, das Mittagsgebet und jetzt eben das Regina Coeli gesendet werden. Und wir erwarten jetzt, dass Papst Franziskus an das Fenster tritt des Apostolischen Palastes. Zumindest wurde das mitgeteilt. Es gibt ja ein Foto, das auch um die Welt gegangen ist. Papst Franziskus von hinten, von eben diesem Fenster, wo er normalerweise das Mittagsgebet betet. Und er schaut hinunter auf einen menschenleeren Petersplatz. Und es gibt ein anderes Bild von ihm, wo man ihn sieht, eben genau an diesem Fenster stehend. Und man sieht seinem Gesicht an, dass er es eigentlich kaum fassen kann, dass dieser Petersplatz komplett leer ist, denn ja auch der Vatikan ist in dieser Zeit der Pandemie abgeriegelt, abgesperrt und geschlossen. Also doch nicht die Fenster der Bibliothek sein, sondern wir werden Papst Franziskus an dem für das Mittagsgebet übliche Fenster des Apostolischen Palastes sehen. Heute Morgen in der Frühmesse um 7 Uhr hat Papst Franziskus dazu aufgerufen, über die Zeit nach der Pandemie nachzudenken. Und er ist auf die Entscheidungen eingegangen, die man treffen muss, sobald diese Krise überwunden ist. Und er hat gesagt, es gibt zwei Optionen, nachdem er auch gebetet hat für die Regierenden, Wissenschaftler und Politiker, dass sie den richtigen Weg finden. Und unsere Option ist eben Glauben an das leere Grab und den auferstandenen Jesus Christus oder eben nicht zu glauben. Und Papst Franziskus hat uns auch ins Stammbuch geschrieben, dass es unsere Schuld ist, wenn wir Jesus nicht verkünden, wenn wir unseren Glauben nicht weitergeben, wenn es noch zu viele Menschen gibt, die nicht an den auferstandenen Jesus Christus glauben können. Jetzt tritt Papst Franziskus an das Fenster des Apostolischen Palastes. Das Fenster ist nicht wie sonst üblich geschmückt. Und Papst Franziskus segnet.
uns alle. Und mit diesen Bildern endet und den Glocken von St. Peter endet die Live-Übertragung des Regina Coeli an diesem Ostermontag. Weitere Infos von hier und aus der Weltkirche finden Sie auf der Website von Vatican News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie auf der Website rv-news.info bestellen können. Herzlichen Dank an unsere Partnersender, die auch heute wieder mit dabei waren, auch allen, die sich über Facebook oder die Apps angeschlossen haben. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatican News. Am Mikrofon begleitet hat sie heute wieder sehr gerne Claudia Kaminski. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns in der Osteroktave auch morgen um 7 Uhr zur Frühmesse aus der Kapelle Santa Marta mit Papst Franziskus. Laudetur Jesus Christus.